glaube, es gibt keinen Stadtteil, wo die Kinder auch so toll spielen können wie hier. Es ist sehr schön hier. Es ist viel Grün, mir macht es sehr viel Spaß. Seit 2005 gehört Schönau-Mitte zum Programm Die soziale Stadt. Seitdem sind etwa 60 Millionen Euro in das städtebauliche Projekt geflossen. Dabei wurden nicht nur Wohnungen, sondern auch Kinderhäuser und Spielplätze saniert. Das Quartierbüro hat die gesamte Entwicklung in Schönau-Mitte begleitet. Das meiste Geld ist in die Modernisierung der GBG-Wohnungen geflossen. Insgesamt wurden mehr als 800 Wohnungen innen und außen saniert. Ich lebe seit 2015 hier im Stadtteil Schönau und kam vorher aus dem südlichen Bereich Mannheims und war anfänglich entsetzt, dass ich doch hier in diesen Norden ziehen soll. Und bin mittlerweile begeisterter Anhänger der Schönau, weil es hier einfach wunderbar grün ist. Schöne Gebäude, schöne Wohnungen, schöner Flair, der Wald ist in der Nähe und ich fühle mich hier einfach sehr wohl. Auch der Lena-Maurer-Platz wurde im Rahmen der Maßnahme in zwei Abschnitten umgestaltet. Die Bürgerschaft konnte sich bei Workshops einbringen. So ist auf der Schönau ein freundlicher und offener Ort der Begegnung entstanden. Der Skatepark auf der Schönau wurde 2015 mit Bürgerbeteiligung entwickelt. Insgesamt kostete die Anlage rund 760.000 Euro. 570.000 Euro davon hat die Stadt Mannheim übernommen. Also ich finde es sehr cool, dass hier auch sehr viele junge Skater sind. Da trifft man so viele Leute auch vor allem. Also das finde ich auch richtig geil. Man baut so eine richtig kleine Community auf. Die Schullandschaft in Schönau wurde neu gestaltet. Auch beim Johanna-Geismar-Gymnasium hat sich viel getan. Allein für die Sanierung dieser Schule sind mehr als 24 Millionen Euro eingeplant. Ja, noch sind wir mitten in der Umbauphase, aber unser neues Unterrichtsgebäude ist fertig. Unser Kunst- und Musikgebäude ist fertig. Wir freuen uns drauf, wenn auch das Verwaltungsgebäude fertiggestellt ist. Und wir sind das Gymnasium mit der größten Pausenfläche ganz Mannheims. Die neuen Smartboards bieten uns mehr Möglichkeiten in der Unterrichtsgestaltung. Wir können jetzt Videos und Audios abspielen. Das ist auch praktisch im Musikunterricht und die gibt es auch in allen anderen Unterrichtsgebäuden. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Sache. Nach Schönau-Mitte wird auch Schönau-Nordwest in das Programm Soziale Stadt aufgenommen und sein Erscheinungsbild in den nächsten Jahren verändern. Dabei werden unter anderem über 1700 Wohnungen der GBG auf den neuesten Stand gebracht. Hier in der Tilsiter Straße haben die Bauarbeiten bereits begonnen. Auch eine Machbarkeitsstudie zur Umgestaltung der Endschleife der Stadtbahn ist für 2018 geplant. Die Bürgerinnen und Bürger sollen hier einbezogen werden.